Okay. Gut, dann. Vielen Dank, herzlich willkommen da zu unserer Session zu Übungen und auch Gamification mit Ease Test 2. Das kurz zu meiner Person. Also ich heiße Jörg Wittig, unterrichte der Kantonsschule in Romanshorn, Geschichte, Deutsch und Informatik. Das ist schon weitergegangen. Leite auch ICT-Kurse an der Universität Zürich, zum Teil auch an anderen Institutionen oder schulintern. Und bin Mitbegründer und Mitbetreiber im Großen und Ganzen ehrenamtlich auch von diesem Ease Test 2. Das ist auch etwas im Großen und Ganzen Ehrenamtliches da. Programm sieht so aus. Zuerst ein paar wenige Worte grundsätzlich zu Ease Test 2, was es ist für die, die es noch nicht kennen, auch so mit den News, oder gesagt hast, wo steht es gerade in der Entwicklung. Und dann kommt so der Teil adaptive Übungen. Also Übungen, was gibt es da für Möglichkeiten? Dann Gamification-Einsatz, wo wir dann auch miteinander spielen, in Gruppen gegeneinander gleich antreten. Das werden wir dann auch machen. Und dann gibt es Zeit für Fragen und zum Grundsätzlichen, ja, also die Grundidee vom Online-Üben, Online-Prüfen ist eigentlich die, oder, dass wir in vielen Bereichen des Lebens die Technik einsetzen, um halt gewisse Dinge besser und schneller erledigen zu können. Also wir sind nicht mehr mit dem Esel am Paket ausführen. Und das kann man eigentlich auch im Schulwesen einsetzen, auch beim Üben, beim Lernen, beim Prüfen. Können uns Computer unterstützen und können auch die Lernenden fördern. Notwendig ist Infrastruktur und Know-how. Wenn man das aber hat, kann man eigentlich mehr machen, wie auch in anderen Bereichen der Wirtschaft. Das Ganze ist. Schau, ich habe den Lautsprecher schon ausgeschaltet. Du musst den Lautsprecher Ich habe ganz runternehmen. ihn runtergenommen, Okay. aber irgendetwas taucht trotzdem. Eine ganz Kleinigkeit. Ja. Das ist aus. Eine Sekunde. Schauen wir mal die Teilnehmenden. Die Mikrofone sind alle aus. Ja, da war noch im Hintergrund ein Ding offen. Gut, das Ease Test 2 läuft grundsätzlich auf einem Server in der Schweiz, in Basel. Ist also Datenschutz von daher in Ordnung. Zürcher Datenschutz hat auch offiziell zugelassen für Prüfungen, auch für Abschlussprüfungen. Auch Kanton St. Gallen Datenschutz, Basel-Land ist gerade im Abklären, weil das kantonal ist. Prüfungen jetzt bei mir eben klassisch, dass es gesagt ist, eigentlich ein Prüfungstool, sehen bei mir seit so etwa 8 Jahren ausschließlich so aus. Also früher Computerthema, jetzt mit Bringer und Device und so. Sie kommen, schreiben ihre Prüfung, gehen wieder, anstatt auf Papier und Computer. Man kann sie als Lehrperson Echtzeit beobachten, also ich sehe danach, wie weit sind sie. Ich kann auch den Aufgabentyp sehen, wer kann was, wie gut, wo haben sie mehr Mühe, also automatisierte Auswertung. Fragetypen gibt es verschiedene, solche ganz verschiedene zum Klicken. Das ist auch der Typ, den eigentlich dann Uni oder Fachhochschulen nutzen. Aber ich habe es noch jetzt im Intro-Teil reingenommen, weil es zum Teil so Vorbehalte gibt zu Online-Prüfungen, dass man sagt, ja, aber das ist nur so auswendig lernen, das ist natürlich Quatsch, oder? Also man kann auch mit reinen Multiple-Choice-Aufgaben, kann man von der Taxonomie her erinnern, verstehen, aber auch anwenden, Analyse prüfen. Also weit mehr jetzt von der Taxonomie her als nur irgendwie auswendig lernen. Also nur wenn ich im Bereich bewerte. Das wegnehmen, ja. Das ist oben rechts. Ja, gut. Also man kann sehr wohl auch mit Multiple Choice hochwertige Prüfungen machen, auch von den Ansprüchen her. Einfach das sei noch gesagt. Es gibt aber die Möglichkeit auch, dass man Fachbegriffe schreibt, die danach automatisiert korrigiert werden oder auch offene Fragen, wo man auch Aufsätze natürlich schreiben lassen kann, wie jetzt zum Beispiel Kant-Juster hat den Matura-Aufsatz auch so geschrieben, jetzt im Juni, als ein Beispiel. Oder wurde auch eingesetzt als Prüfungstool der Kantischer Schaffhausen für Wirtschaft und Recht, jetzt auch im Sommer in Kombination mit dem SafeXAM raus. Das ist so Prüfungstool. Dann grundsätzliche Bemerkung: Normalerweise hat man als Schule eine Gruppenlizenz im Kanton Zürich, hat dann hier und den DLH und dann IBAN und die das dann Ganze unterstützen, hat eigentlich jede Berufs- und Mittelschule kostenlos eine Gruppe zur Verfügung, die genutzt werden kann, auch im Einsatz ist, an einem Großteil der Schulen, wo einfach jemand dann das Personal importiert mit 2 Excel-Tabellen und CSV, sehr einfach. Und die Lehrpersonen können dann ihre Klassen einrichten, Prüfungen oder Übungen aufschalten und die Lernenden absolvieren das Ganze. Man ist eigentlich auch noch unabhängig jetzt von einer Schule, wenn man will. Also man kann das Ganze auch als Einzellizenz haben. Also es ist nicht so, dass man dann abhängig ist wie von irgendwie, wenn man jetzt sagt, mit OLAT oder Moodle und wenn das mal abgestellt werden würde und dann irgendein Problem hat, oder? Das ist eigentlich noch ein Vorzug.
Als User kann man dann selber auch entscheiden, wer darf das sehen. Also jetzt auch im Bereich Übung oder Prüfung kann man zusammenarbeiten. Also ich kann immer entscheiden, wer darf meine Frage, die ich hier eingebe, sehen. Privat heißt das, sehe nur ich in meiner Gruppe, sonst niemand. Wenn ich es auf intern stelle, dann können alle Kolleginnen und Kollegen an der Schule das sehen, zum Beispiel an der KME, oder? Aber nicht die dann von der Hochdruck oder so, oder? Kann man so, oder man kann sagen, nein, alle öffentlich ist das, dann können es alle nutzen. Und das ist so, insgesamt hat es jetzt über 37.000 öffentliche Fragen. Also ich kann schauen, ich habe für uns hier heute so eine Wettkampfprüfung zusammengestellt, einfach von anderen Lehrpersonen, also real existierende Fragen aus Geografie, aus Chemie, aus Mathematik, Deutsch, Französisch, Italienisch, also so, ja, mal schauen, was dann rauskommt, weil ich kann wirklich schauen, was gibt es, gibt es mit 1200 Chemiefragen, ein bisschen schaut, die gefällt mir, kopiere ich, könnte sie auch anpassen, nutzen, also man kann wirklich sehr einfach so zusammenarbeiten, wenn man möchte. Insgesamt, die Mehrheit der Lehrpersonen gibt die Fragen nicht frei öffentlich, also es hat über eine Viertelmillion Fragen drin. Aber öffentlich sind einfach 37.000 im Moment. Es wächst jeweils, also es hat über 100.000 Dutzende, schweizweit im Einsatz, ja, Baselstadt hat es auch für alle Berufs- und Mittelschule und so weiter. Das ist so die meistgenutzte Prüfungsplattform auf Stufe 6.2. Und als Letztes, so in dem Bereich, PA St. Gallen hat mich natürlich auch gefreut, die haben so kassensturzartig so Prüfungstools verglichen, wie HFMP, Classmarker, Classtime, Moodle, Formativ, Xminer, was es sonst noch so gibt. Die haben dann so alle Kriterien nach Fragetypen und so weiter, wie einfach, wie schwierig und so. Und eben das Ist-Test, darum habe ich es auch jetzt da reingenommen, sonst hätte ich es natürlich nicht reingenommen. Hat die besten Note erzielt, oder? 5,5. Und die Nummer 1, das ist ein Zitat von Ihnen aus dem Fazit, die Nummer 1 für Schulen, schnell und unkompliziert. Und Sie sagen auch, es ist dabei auch noch das Günstigste. Also es ist Das ist auch einfach notabene. Es ist das Günstigste, aber auch Aufgabenstellung und von wegen zu machen, das Beste. Gemäß Ihnen darf ich jetzt sagen, ja. Und es ist so, weil wir es eigentlich, ja, mal ehrenamtlich auch entwickelt haben von Lehrpersonen für Lehrpersonen. Gut, das war einfach so das Grundsätzliche. Jetzt zu den Übungen. Man kann es nicht nur zum Prüfen nutzen. Ja, ich habe Frage, Diskussion, aber von mir, also, wir können mal schauen, was kommt. Je nachdem, sonst würde ich dann auch nach hinten. Das ist gratis, oder? Also, wenn ich zum Beispiel nicht gratis ist es nicht. Also eine Schullizenz. Nein, nicht gratis, günstig. Günstig, ja. Also wenn ich zum Beispiel Moodle kann, ich an der Schule gratis kaufen, dann ja, zahle ich nichts. Genau, aber Moodle braucht jemand, der den Server natürlich aufsetzt und das Ganze betreibt und das kostet. Ja, und das ist hier nicht so. Also hier eine Schullizenz, Jahreslizenz kostet 30 Franken. Okay. Ja. Also von daher sind dann die Kosten schon sehr anders. Ja. Danke. Oh. Gut, adaptive Übungen. Ja, es ist so, dass ich kann statt eine Prüfung, also wenn ich so Fragen zusammenstelle im Test, kann ich sagen, ich mache damit eine Prüfung. Oder ich kann sagen, ich mache damit eine Übung. Und man sieht das auch hier, also kann ich die Übungen veröffentlichen, kann dann so auswählen, was können die Schüler und Schülerinnen sehen, was sehe ich als Lehrer, Auswertung speichern. Wer darf es machen? Ich kann es nur für eine Klasse aufschalten. Ich kann sagen, alle meine Lernenden sind die Übung. Und ich kann auch sagen, die ganze Gruppe. Also wenn ich jetzt als Deutschlehrer bei uns zum Beispiel sage, ich habe Übungen bei Grammatik oder Literatur, kann ich die aufschalten, wenn ich will, auch für die ganze Schule. Dann können alle Lehrpersonen das eigentlich nutzen. Also auch als Team oder als Fachschaft können wir sagen, ja, wir machen so ein Repetitorium in Chemie oder was auch immer in Französisch. So. Und das können alle dann nutzen. Also sehr einfach zum Zusammenarbeiten und groß Potenzial, das sehe ich sowieso ein bisschen als Entwicklung, unabhängig von der Technik, oder? Also im Bereich der Zusammenarbeit, weil man kann mehr Qualität erzielen mit weniger Aufwand. Und das, denke ich, ist so eine Entwicklung, in der wir uns ein bisschen bewegen. Die Gymnasien relativ, also Berufsschulen schon viel mehr, weil die sind allgemein mehr Teamarbeit oder von den Verbänden mit Vorgaben. Gymnasien kommt so ein bisschen, die öffnen ein bisschen so Rückmeldung. Zögerlich, aber es geht auch in die richtige Richtung aus meiner Sicht, weil es enormer Ressourcen- und Qualitätsverschleiß ist, dass jeder wieder seine Fragen zu Dingen, die alle unterrichten, oder selber entwickelt. Ich kann das auch koppeln eben mit OneNote, oder? Also die meisten unterrichten auch mit OneNote dann, oder? Für den digitalen Unterricht, was dort fehlt, quasi nicht zum Prüfungstool. Und ich kann, das ist so ein Lektionsplan von mir zum Unterricht. Und dann die Lehrer, das es vorwissen, ich gebe ihnen einen Überblick, sie lösen dann im OneNote die Gruppen allein zu zwei Sozialformen. Ich bin dafür Coaching, habe Zeit, so wie wir es auch im Infotreferat gehört haben. Und nachher können sie üben, oder? Das heißt, sie können üben
quasi, wenn Sie da drauf klicken, kommen Sie direkt dann zur adaptiven Übung. Also direkt, also Verlinkung, dass ich im Warm-up klicke und dann bin ich bei genau dieser Übung, die adaptiv ist oder bei dieser, die dann im Prüfungsmodus ist. Und das ist für mich natürlich toll, also kann wirklich so eine Übungslandschaft aufbauen, interaktiv mit den Fragen, von denen ich finde, die sind relevant und die Verknüpfung mit dem Warm-up, das finde ich gleich perfekt, mehr brauche ich nicht. Bei den Lernenden sieht das so aus, also wenn sie sich da quasi einloggen bei den Übungen, sind dann da die Übungen da, die eben freigeschaltet sind. Es gibt, sie können sich starten im adaptiven Modus. Adaptiv heißt, aus diesem Test mit vielleicht 20 Fragen kommt mal eine Frage. Wenn Sie die richtig beantworten, merkt das Programm es richtig und dann geht die wieder raus aus dem Pool, kommt die nächste Frage. Wenn Sie sie falsch beantwortet, dann merkt das Programm, das bringt die Korrektur, sagt, es war falsch, soll es richtig, und behält die Frage dann zurück und bringt sie später wieder. Also es ist wirklich adaptiv, wirklich dem Kenntnisstand jeder Einzelnen angepasst. Und von daher auch wirklich Personalisierung, das passt wirklich automatisiert an. Und ich habe keine in dem Sinn Arbeiten, also wirklich die, die halt auch viel können, sind schnell durch in ihrer Geschwindigkeit und die mehr üben und so, also wirklich passgenau Programm eigentlich für die Förderung. Das Ganze gibt es auch im Prüfungsmodus, und dann kommen diese, sagen wir, 20 Fragen einfach nacheinander und am Schluss im Unterschied, also bei der Prüfung, hier können Sie es einfach selber dann gleich auswerten. Also, und dann möchte ich gleich die Korrektur sehen und sehen dann, was habe ich richtig gemacht, was falsch, also allenfalls auch was für eine Note hätten Sie jetzt, wenn Sie jetzt das machen würden. Und das finde ich auch etwas vom Wichtigsten von heute. Wenn wir Ihnen Übungen aufschaffen, dann werden Sie also besser, weil Sie werden wirklich gefördert. Also wenn ich möchte, dass Sie möglichst gut Matura abschließen oder QFA machen oder Sprachdiplom oder was auch immer. Wenn ich möchte, dass Sie das oder das, also wir haben ja unsere Ziele, dass Sie das können. Am meisten, also das hilft Ihnen enorm, oder? Wenn ich Ihnen so eine Übungsprüfung eigentlich aufschalte, weil Sie beginnen irgendwann auch zum Zeit unabhängig zu lernen für die Prüfung und können dann wirklich haben personalisiert Ihr Feedback, was Sie eben beherrschen, was nicht und müssen nicht alles nochmals lernen, sondern sieht genau, die Bereiche, die habe ich noch nicht, die muss ich können. Und jetzt bei mir subjektiv gesehen, die Schülerinnen und Schüler, keine wissenschaftliche Studie mit Vergleichsgruppen, die ich gemacht habe, einfach aus der Erfahrung, also die werden besser, oder? Sie können nachher die Dinge mehr, sie verstehen es besser. Und ja, ich komme nachher noch, es haben andere Lehrpersonen eben das mal gemacht mit der Vergleichsstudie, komme ich noch zu den Resultaten. Kann ich da jetzt eine Zwischenfrage, ja, ziemlich adaptiv, vielleicht sagst du das noch. Aber das ist jetzt einfach das nicht bezogen auf Niveaus. Also wenn er jetzt eine Frage nicht kann, dann merkt das System, okay, in diesem Bereich hat er Mühe, also gebe ich ihm gewisse andere Aufgaben, damit er das nachholt. Nein, so nicht. Ja, also das wäre wie bei Quizlet. Bei Quizlet, das, was genau, mit dem Lernkarteikräften automatisiert. Aber ja. Ist das, im strengen Sinn ist das nicht adaptiv? Also was du sagst, ist schon eine Ebene höher, dann noch, ja, im Sinn von, dass dann gleich noch die passgenaue, ja, Niveaufrage. Stellwerk, also das Lernnavi, das wäre, ja, dort ist der Ansatz adaptiv. Also in dem Sinn auch, dass da wirklich noch die niveaugerechte Frage ist. Das ist hier noch nicht, aber das, okay, ist eigentlich eine gute Idee, ja. Also, nein, das Programm, angefangen haben wir vor 8 Jahren, oder? Und ich meine, der Stand jetzt ist der genau so ein Stand, oder? Also das ist das Sinn, und dann kommen solche Dinge, sagen, ja, aber das wäre doch noch, und sagt, ja, mach es gut, kommt wieder in die Weiterentwicklungsliste und das, ja, ist eine Frage. Ja, genau, also dazu, es würde dann heißen, dass ihr diese Evaluation, Frage beantwortet, richtig oder falsch, dann nächste Frage, also Fragenserien quasi automatisieren würdet, aber das wäre wahrscheinlich nicht sehr schwer umzusetzen. Und das ist das, was du eigentlich fragst, also dass man diese Fragenreihe oder Serien dann ein Stück weit automatisieren kann, damit es wirklich autonomes Lernen stattfinden kann. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, ein riesen Mehrwert für alle, wenn, ja, das mal möglich ist. Ja, ja. Also ich nehme das mit, gesagt von heute, das wäre toll, und danke für die Feedbacks. Ja, die Übungen, die Sie im Prüfungsmodus machen, die sehe ich dann auch als Lehrperson. Also ich sehe dann jetzt zum Beispiel bei diesen Lehrfragen, wie gut wurden die gelöst, wo haben Sie am meisten Mühe gehabt, bei Frage 11, unten kann ich dann auch schauen, wer hat es gemacht, wie oft gemacht, mit welchem Resultat.
Also einfach automatisch, einfach solche Informationen ist für mich auch noch wertvoll, zum sehen, also wer hat es gemacht, wie oft, wie gut, wo haben sie Mühe. Und man kann auch so eine Übung auch im Sinn als Hausaufgabe kann man auch geben, also dass man wie Flipped Classroom sagt, Hausaufgabe schaut ihr das Video über Spirometrie oder was auch immer, 10 Minuten, mit einfach gleich ein paar Verarbeitungsfragen, wie jetzt hier Hausaufgabe ist der Karte Krieg und dann die Fragen dazu beantworten zum Video. Und dann haben sie 10 Minuten Videoverarbeitung und ich sehe eigentlich auch gerade, wer hat es gemacht, wie gut, wir bekommen Feedback, haben sie es verstanden. Und wenn ich das ja aufgeschaltet habe, dann läuft es einfach, kannst du es jederzeit nutzen. Oder es können auch andere nutzen, wenn man es für die Gruppe freigibt. Also das sind so Einsatzmöglichkeiten der Übung. Das ist von KV Liestal. Die zwei haben so als Projekt, haben sie das mal eingesetzt, Berufsschule, also KV, die haben jedes Jahr machen sie so Mimo-Prüfungen, haben sie gesagt, dass die Schüler, Schülerinnen sagen, ich bin nicht so gut gewesen. Also ich weiß noch die Werte, die sie gesagt haben, 2020, der Schnitt, eigentlich wie kann man umgehen. Dann ist jetzt also, jetzt probieren wir das mal mit der Übung, was das richtig gesagt hat, ob das wirklich etwas bringt, dass wir wieder zur Prüfung gehen. Und der Effekt war jetzt bei Ihnen dann 4,38, also ein höheres Niveau. Ja. Eben, mich hat es halt gefreut, oder? Ich dachte, oh, das ist gut, also wird zumindest bestätigt mein Gefühl, oder? Dass das eben wirklich so ist, was bringt, auch was ich beobachte bei Ihnen. Also es bringt wirklich etwas. Und dann haben wir gesagt, super, werde ich es ausbauen. Ja, das ist wirklich, das ist Übungen zum Fördern. Und jetzt, Dönis, hatte deine Frage, ja, was macht ihr dann so neu? Eben, also 5,5, wir haben keine 6 bei der PR, das ist im Vergleich, weil das Design, das war schon immer das Thema. Ich habe gesagt, das sieht, ja, das Wort darf man gar nicht sagen, so sieht es aus, oder? Das ist einfach, ihr habt es ganz privilegiert, einen Blick auf die neue Website, das Ding hatte ich noch nicht gefüllt, aber einfach zum Sagen, wie das dann aussieht, oder? Ui, ja. Ja, oder? Mit dynamischen Elementen, oder? Ja, also einfach so, das zu sagen, oder halt, ja, eben so, genau, das ist, also ihr seht, das ist noch, muss man noch füllen und so weiter und so fort, aber ja, ja, genau, also da, das ist etwas, was jetzt einfach gerade auch am Gehen ist. Ja, das habe ich Freude, oder? Ja, aber das mit dem Adat ist wirklich super, ja, also das. Eine Bildfrage typisch neu, der wird diesen Sonntag aufgeschaltet. Da hat es jetzt ein kurzes so YouTube-Video, einfach, wo man jetzt Ton habe ich nicht, aber ihr seht, dann kann man auch Dinge reinziehen, wenn man will, oder auch reinschreiben in Bilder. Das ist ganz neue Fragetyp, auch Staatskunde haben gewünscht, dass man so Parteienlandschaften oder Dragon Draw Bilder, die ich selber machen kann. Also der ist programmiert, wird jetzt am Sonntag aufgeschaltet. Darum steht, weil ich das zwei Momente am Sonntag gibt, da also noch Updates. Und das mit den Links eben zu den Übungen, also wenn ich auf Adaptiv, ja, Teiladaptiv in dem Sinne, stimmt schon, wenn ich da draufklicke, oder dann komme ich halt direkt also als Schüler oder Schülerin, dass ich dann halt ja, drauf komme. Ja, und dann bei dieser Übung halt bin dann superativ oder die schnell, oder, dann sagt er dann, ja, falsch, so wäre es dann schnellstmögliche und so weiter. Ja. Also kommen wir auch direkt zu der Übung über den Link, den ich eben einbauen kann. Das wird auch neu aufgeschaltet, jetzt am Sonntag. Das habe ich jetzt in der Entwicklung schon gegeben, weil wir testen das vorher raus und dann kommt das dann. So, dann zu den Spielen. Ja. Das hat der André schon gesehen in Zoffingen. Ja. Das gerne nochmal. Ja, aber ich habe nicht mehr Syntax prüfen und habe gedacht, eben für heute, ich habe nicht gewusst, was ich für Fächer mitbringe, sonst hätte ich das noch passgenau gemacht. Ich habe gedacht, nee, dann nehme ich ein bisschen breiten Strauß, das sehen wir etwas ab. Man kann es eben, also es kommt eigentlich von den Prüfungen her, man kann es eben zum Üben nutzen, teiladaptiv oder so, ja. Und man kann es auch Gamification nutzen, also spielerisch nutzen. Als Einzel gegeneinander antreten oder in Gruppen. Und sage ich so, ich stelle dann bei der Prüfung ein, dass sie die Antworten, die gegeben haben, nicht korrigieren können, weil das kann ich gar nicht entdecken, ob sie das dürfen oder nicht. Ich setze ihnen ein Zeitlimit, sage zwischen 10 Minuten Zeit und ich blende die Resultate gleich in Echtzeit ein. Wir machen das auch miteinander dann. Das ist so ein Modus. Also das sieht dann jetzt, wenn man es Einzelarbeit macht, dann sieht das so aus, also man hat dann irgendwie eine Klasse. Und dann werden die Fragen beantworten sie und sehen laufend einfach den Blick so von links nach rechts in Echtzeit ausgewertet. Man sieht immer, wer wie viele Prozent gerade richtig hat, wer in Führung liegt.
wo sie mehr Mühe haben und was sie besser können, für irgendwelche Frage. Also das ist so einzeln. Jetzt einzeln ist so ein bisschen schwierig, oder dann so ein bisschen Pranger stellen und so, kann man sagen, vielleicht nicht so fein. Und darum, das habe ich mir auch überlegt, weil Christoph Leif hat das ja eigentlich auch so mit den Tiernamen dort. Und das habe ich dann einfach gedacht, könnte man auch übernehmen, hat eine Klasse eingegeben mit Tiernamen. Ja, und das sieht man jetzt da auf dem Lektionsplan, oder, dass irgendwie, dass wir dann quasi gesagt, ja, wir machen jetzt da Bilder drei Gruppen dann in der Klasse, und dann sagen, ihr seid ja die Lopen, die Dinosaurier, Dromedare, Elefanten, Fische, die beiden Giraffen. Könnt ihr euch so anmelden, oder? Und zwar ist es so, anmelden, also du von Kaiser, also Antilopen, ihr habt Dinosaurier, immer benutzen einen Passwort und dann könnt ihr quasi diese Prüfung starten als Gruppe. Immer jemand meldet sich an, wir machen das nachher miteinander. Und dann sieht das halt dann so aus in Echtzeit, oder? Das erleben wir nachher dann. Also ich sehe dann halt die Antilopen, Dinosaurier. Und ich habe gesagt, wie gefällt euch das? Es gefällt ihnen sehr gut, oder? Es ist spielerisch, sie wollen wettkampfmäßig und sie schätzen aber auch, dass sie miteinander über die Fragen halt reden, also sie lernen natürlich sehr viel voneinander, statt eben für sich alleine. Also die Form auch des spielerischen Lernens finde ich sehr sinnvoll, wie man das schon von ein Kahoot ist zu schnell, ein Quizlet Live finde ich auch noch besser, ist qualitativ. Ja. Und das kann man eben hier auch machen. Was mir dann hier gefällt, ist halt, dass ich, das sind die gleichen Fragen, oder? Ich muss nichts mehr eingeben, muss nicht etwas in Kahoot eingeben, etwas in Learning App, etwas in Quizlet, etwas da, sondern was ich da drin habe, kann ich nutzen für alles. Und das ist für mich dann jetzt wieder noch effizienter. Also ich muss eigentlich dann das Lammel bedienen können und das ist das bedienen können. Mit den zwei bin ich dann wirklich fit unterwegs. Und dann, ja. Das, so sieht es jetzt aus. Also Mundi, sie sind dann halt miteinander da, ja, bei so einem Spielerisch, wo sie dann miteinander reden. Ja. Genau, die geben das ein, sehen dann vorne das Resultat. Genau, also so sieht das jetzt mal einfach aus der Praxis aus, oder? Und die zweite Art noch des Gamification-Einsatzes ist die, dass ich quasi diese adaptive Form, wenn ich jetzt so eine Frage habe, dass ich sage, gut, die Klasse, wir teilen sie, also dann wäre es die Klasse, dann teile ich, und immer zwei treten gegeneinander an, also nur gegen andere und dann die nächsten und so. Dann kommt eine Frage, wer trifft die richtige Lösungsfrage, quasi bekommt den Punkt, die Gruppe, wenn es eine falsche Lösung bekommt, auch die Gruppe den Punkt, der Klassiker, oder? Ja. Dann kann ich eigentlich auch diese adaptive Übung vorne einblenden und das wäre dann wie so weiter, also so im Sinn von, dass man sagt, ja, nächste Frage, was ist korrekt? Grauer, ja, mal schauen, ob das stimmt, ja, das stimmt gut, gibt einen Punkt für die Gruppe, nächste Frage und das können dann irgendwelche Fragen sein, oder zu was man will. Das ist auch eine Möglichkeit, das sehr einfach einzusetzen. Jetzt spielen wir. Und zwar könnt ihr zwei oder drei Gruppen bilden. Und ja, wer spielt zusammen? Also immer, nur jemand meldet sich an am Computer in der Gruppe. Nur jemand. Seid ihr, seid ihr die Antilopen? Gut, wo ist die nächste Gruppe? Dinosaurier. Es ist nicht persönlich zu nennen. Wir haben ja tausende lange Dromedare. Und seid ihr die Elefanten dann? Ne? Ist das gut? Wollt ihr auch mitspielen? Seid ihr doch miteinander unterwegs? Dann schaue ich noch rasch von zu Hause. Genau, jetzt müssen wir schnell schauen von zu Hause. Benaya, also wenn du mich hörst, ich verteile einfach jetzt noch, du wärst dann Fische. Ja, super. Gut, danke. Franziska, du bist die Gazellen. Schön. Ja, Karl Weiß, Geparde, Maria, du darfst die Giraffen übernehmen. Ich kann einfach nicht teilnehmen, im Unterricht. Ah ja, ist gut. Ja, ja, passt schon. Liebe Grüße, Schüler und Schülerinnen. Ja, das mache ich. Ich bin gerade, ich habe noch 10 Minuten, sonst kann ich nicht. Ja, nein, ist gut, nein, da haben wir schon durchgegamert. Okay, merci. Du kannst auch unsere Live-Überträge der Schüler und Schülerinnen zeigen. Also, ich weiß, gut. Mario, merci. Bitte, hoi Mario, Katzen, du darfst Katzen sein, dann haben wir den Michi, ja, Michael, die Mammute, bist du, dann William,
Du bist Murmeltiere. Manuela Hottwale. Ja, die anderen sind alle da. Gut. Und das Einloggen ist so, also ihr müsst auf www.istest2.ch gehen. Das ist das Erste, was ihr eingeben müsst als Internetseite. Dann die Gruppe ist KSR. Benutzer ist dann euer Tiername, so wie er hier steht. Als Benutzername und als Passwort. Und das quasi müsst ihr dazu eingeben. Und wenn ihr euch, das Passwort ist gleich wie der Benutzername. Also Antilopen, Antilopen, Fische, Fische, Pottwale, Pottwale. Und wenn ihr euch, da könnt ihr euch auf Anmelden klicken. Und dann sieht das irgendwie so blau aus, die Oberfläche dann. Ich habe die Prüfung noch nicht abgeschaltet, damit alle gleich den Startschuss haben. Oh. Ja, ja, Halleluja. Oh. So, gut. Ja, braucht jemand noch Hilfe beim Einloggen? Ist nicht der Fall. Dann von der Zeit her, also noch schnell zu sagen, also ich habe jetzt wirklich einfach krall, also ich habe einfach Fragen zusammen kopiert. Einfach. Ja. Okay. Gut. Ja, bei Prüfungen, ich schalte es frei und ich gehe mal frei schalten jetzt. Jetzt bin ich da als Lehrperson. Moment schnell. Beginnen. Ich sage jetzt hier so. Und jetzt könnt ihr es so machen. Hier. Genau, also ihr müsst auf Prüfungen klicken, dann aufs Untermenü absolvieren, müsst diese Prüfung Fragen aus vielen Fächern anwählen und dann aufs gewählte Prüfung absolvieren klicken. Viel Vergnügen. Zeit, wir machen 8 Minuten Zeit. Ich muss mir nochmal auf Absolvieren drücken, dann wird sich hoch. Also, ja. Ist dann hat sich jemand mit eurem eingeloggt und ist mit eurem Login im Schreiben. Wenn ich, ja, dann. Ja. Aber ich tue die nochmal schnell entsperren. Das sind nicht Dinosaurier. Ah, du bist mit einem Antilope, dann komm. Ja, willst du noch als Dinosaurier reingehen? Schnell. Ja, dann müssen wir noch so rein. Ich tue noch mal schnell. Die Wanden sind tot. Kein Brief. Vorne sehen wir den Elefanten. Weißt du, ich bin da. Genau. Fragen aus vielen Fächern. Jawohl, also gewählte Prüfung, ah, die musst du irgendwo auswählen. Wo ist das da wie im Handy? Wenn du es quer hast, hast du es. Ja, genau, da darf ich da auswählen und dann absolvieren. Ja, und jetzt leben die Elefanten viel Erfolg und weiter. Quer, hier bist du mal die Rüste. Was ist Gruppe A? Ja, ich tue eine Schieblende nochmal. Also wir sehen, die Giraffen sind in Führung mit 8% richtig bis jetzt. Die Giraffen sind am Führen, sehr gut. Wir gehen im Prozess, nicht wahr? Ja, voll, das sind wir.
Erstens mal schlechte Physik und Winkel und da keine Frage haben, die dann einfach. Prüfungsstrategie ist nun nicht gut, wenn man bei den Fragen noch nicht weiter verweichen kann, dass man diese Online-Weise ist. So, die Giraffen sind am schnellsten in der Führung, gefolgt von den Pottwalen. Nein, die Vögel holen auch auf. Ja, ihr habt dafür 4-5 im ersten Qualität. Ja, genau. Also, wenn man so long term anschaut. Also ihr seht, wir haben noch 1 Minute und 30 Sekunden, wir haben seit 8 Minuten insgesamt, noch 90 Sekunden. Aber die Dromedare, die sind schon qualitativ. Ja, die Logen haben da noch gepunktet. Französisch. Die letzte Minute ist angebrochen. Die letzten 30 Sekunden, wir haben gerade 8 Minuten, ne? Timeless. Pottwale sind in Führung. Gut. 8 Minuten sind um. Als Lehrer gehe ich jetzt auf Beenden. So, Cut, oder? Und wir kommen zur Auswertung. Der Test ist nicht mehr offen. Ja, der ist nicht mehr offen. Das ist aber eine lange Zeit, der Französisch. Ist ja lange, ja, das ist eine Stide. Ja, das ist, jetzt können wir da gleich von den Punkten her schauen. Also ihr seht,
gewonnen haben die Pottwale mit sensationellen 26 Punkten. Gratulation. Gefolgt von den Giraffen 18,1 und die Antilopen 18,0. Bronze für die Antilopen. Dann die Dinosaurier 16,5. Karten und so weiter. Seht ihr? Wir sind Elefanten. Ja, genau. Weißt du, wie ich? Den wir ein bisschen so ausklären. Genau. Ich kann natürlich jetzt beim Notenschluss, das wäre jetzt die Note mit 100% Schema, oder? Und das wäre natürlich, also jetzt ist es ja nichts mit drüben zu tun, aber jetzt kann man sagen, ja, wir sagen, wir machen schon eine absolute Notenskala, nicht eine prozentuale. Die Maximalpunktzahl war 26. Dann nicht eine 3,3, sondern mit 26 gibt es eine 6. Aktualisieren wir mal da die Notenverteilung so. Schlechteste Leistung 0 Punkte, aber das finde ich auch noch genügend, was ihr geleistet habt. Ihr habt euch erfolgreich eingeloggt. Aktualisieren wir auch noch. Der Notenschnitt ist eine 5. Ihr seid auch gut. Wir speichern das. Und so ist jetzt die neue Auswertung. Könnt ihr eure Note anschauen, die ihr erreicht habt in diesem sehr guten Test. Da ist jetzt eine Notenskala. Genau. Ja. Ja, zurückgeben kann ich jetzt hier also unter veröffentlichen. Also er hat gefragt, kann ich es auch zurückgeben? Ich kann jetzt hier das zurückgeben und kann entscheiden, was dürft ihr sehen. Und kann das auch sagen, ihr dürft zum Beispiel nur die Note sehen oder ihr seht die Frage, wie viele Punkte ihr gemacht habt. Eine korrigierte Antwort mit Musterlösung. Und ich könnte ihr sagen, ihr dürft es nur im Statix-Browser anzeigen, dann könnt ihr das schauen auf eurem Computer, könnt aber nicht speichern oder screenshotten oder so, damit wir es einfach besprechen können, aber ich es wieder wegnehmen kann und es wieder verwenden kann in einem Jahr. Also es gibt viele Möglichkeiten, das kann ich jederzeit auch anpassen. Wenn die Schlauen dann ein Foto machen. Ja, nein, im Unterricht besprechen. Ja, wenn sie ein Foto machen, dann führe ich mal ein Gespräch mit ihnen. Gut. Ich komme so. Wir sind jetzt bei Fragen und Diskussion. Wir haben noch 7 Minuten und 48 Minuten. Genau, die Aufnahme schließen. Gut, vielen Dank fürs Mitmachen. Gratulation zur Leistung. Aber ihr seht, was gefragt wird. Das waren jetzt einfach Fragen von Kolleginnen und Kollegen oder? Aus der real existierenden Welt. Ja, gibt es Fragen? Und diese Fragen sind alle verfügbar, die kann man einbinden. Ja, was unterrichtest du? Geografie und Geografie. Mathematik. Ja, also zum Beispiel, oder? Du kannst stöbern. Stöbern heißt schauen, was haben andere freigegeben. In Fragen, also hier habe ich das gemacht. Wenn ich sage Geografie, dann wähle ich beim Fach Geografie und habe da 764 Fragen. Da von Ralf Vogel zum Beispiel, Durchgang einer Zyklone. Also diese Frage sieht dann für die Lernenden so aus. Wenn man in Hallo erscheinen, befindlich beobachtet in der kalten oder warmen Luft, also Hallo und so weiter. Und wenn mir jetzt die Frage gefällt, dann kann ich sagen, ja, die kopiere ich hier und nehme die bei mir in meine Sammlung Gemeinbildung oder Fotografie sowieso. Dann habe ich eine Kopie und kann die so einsetzen und kann sie auch anpassen. Also du hast jetzt in Geografie, siehst du, hast du da halt nicht ganz 800 Fragen. Dasselbe halt für andere Fächer, wenn ich sage, es gibt in Mathematik. Wenn du sagst, Unterricht ist es auch, dort hat es 958 Fragen. Ja. Ja, man kann auch weiter zu. Ich kann auch, wenn ich dann zum Beispiel sehe, Gymnasium Kirchgarten, die haben coole Fragen, kann ich auch nach Gruppe suchen, oder? Statt nach Fach kann ich sagen, zeig mir mal. Was haben die vom GKG da für Fragen? Und dann kommt jetzt einfach von dieser Gruppe, Gymnasium am Kirschgarten, auf die Frage. Da wäre zum Beispiel von diesem Reinhard Weiß, der ist auch, glaube ich, Fachdidaktiker. Dort haben so coole Mathefragen, habe ich gesehen. Oder an der interstaatlichen Maturität für Erwachsene St. Gallen, und da auch einen, der hat auch super Mathefragen. Und eben, ja. Und ich meine, solche Flächenberechnungen, die sind ja nicht anders in St. Gallen als in Zürich oder als in Solothurn. Oder? Also darum, das Zusammenarbeiten wäre schon ein Akt der Vernunft, oder? Ja. Digitale Technika, vielen Dank für das Zeigen. Mir fehlt, oder vielleicht ist das angedacht oder ist schon vorhanden, dass man es eben auch in Anträge, fast in einer Nähe einbinden kann. Dann kann man, also einbinden,
Und es gibt ja diese LCI-Funktion oder Score-Möglichkeiten, das ist schwierig, dass man quasi wie innerhalb vom LMS arbeitet, aber trotzdem auf deiner Plattform. Ja. Weil es ist schade, oder? Man kann es nicht kombinieren und in den LMS kann man halt so Lernpfade machen. Ja. So thematisch hat das viel stärker einbinden, auch unabhängig vom Testfragen. Ja. Also du hast da zwei Möglichkeiten. Variante 1, also im Moment, müsste ich überlegen, ob man noch irgendwie so eine Einbett-Funktion, also konkret, das wäre vermutlich für Moodle, oder? Also am Olaf, ja, Winterthur, GBW, oder was ist genau. Ja, Olaf, ich muss klar, also halt eben den Link könntest du natürlich über den Link, dass man so nutzen kann, aber nicht. Oder was wir auch haben, also du kannst natürlich auch eine Prüfungsfrage grundsätzlich, kannst du die Frage auch exportieren. Also wir haben auch eine Exportfunktion, wenn du sagst, ich möchte die Fragen nach OLAT, eine Fragesammlung exportieren, weil wir wollen grundsätzlich niemanden gefangen halten. Oder? Das kann dann eine Frage, wenn du. Na, kannst du aus. Was haben wir? GIF, das würde bei dir dann, GIF, das kannst du dann wieder in OLAT importieren. Ne? Ja, das ist zum Teil schwierig, oder? Diese Formate. Aber geht das? Wir haben bis jetzt mehr die andere Richtung eben gebracht. Das geht das auch automatisch wie beim Sage. Mhm. Ja. Weißt, ich habe das Ihnen nicht erklärt. Kann ich das einfach buchen? Einzelnen Aufbau. Ja, können wir abstellen. Gut, ja, aber